Und der nächste Einzelplan ist auf der Tagesordnung, nämlich der für Verkehr und digitale Infrastruktur, der Minister Andreas Scheuer. Aber ich mag es nicht, weil was soll eine Mutter denken, die morgens auf dem Weg zur Arbeit noch schnell ihre Kinder in den Kindergarten oder bei der Schule absetzt? Was soll diese Mutter von diesem Begriff halten? Was soll ein Rentner davon halten, wenn er einmal in der Woche zum Einkaufen in die Stadt fährt und angeblich es dringend einer Verkehrswende bedarf? Oder die vierköpfige Familie, die in wohlverdienten Urlaub fährt mit Kinderwagen, Laufrad und vielem mehr. Sollen die ein schlechtes Gewissen bekommen? Ich glaube, es ist der falsche Weg. Sie müssen das Auto benutzen, aber wir können Ihnen Anreize geben, dass Sie sich vielleicht Gedanken machen, auch andere Verkehrsträger für Ihre Reisen und für Ihre Erledigungen zu benutzen. Die Bahn, das Fahrrad und vieles, was wir möglich machen in diesem Ministerium. Nein, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Auto wollen wir nicht verteufeln. Das wäre der falsche Weg, denn viele Menschen in unserem Land sind darauf angewiesen. Viele, die unsere Wirtschaft so erfolgreich gemacht haben, bis hin zu den Unternehmen, zu den Außendienstmitarbeitern und Handwerkern. Wir wollen für alle weiterhin eine gute Mobilität, eine gute Infrastruktur und keine Verbote und keine Gängelungen. Das ist unser Weg. Eine kluge Verkehrspolitik arbeitet daran, dass die Zahl der Menschen wächst, für die auch bequeme, schnelle und günstige Alternativen geschaffen werden. Und zwar sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Stichwort Gleichwertigkeit der Lebenschancen. Dass es den Menschen eben leichter fällt, auch mal mit der Bahn zu fahren oder mit dem Fahrrad. Beides wollen wir in diesem Haushalt massiv stärken. Dass die Momente, in denen Menschen nur auf ihr Auto angewiesen sind, seltener werden, eben weil es beispielsweise auch einen attraktiven Nahverkehr gibt, das wollen wir auch erhöhen, was den Mittelansatz betrifft. Dass die Strecken, die Sie mit dem Auto zurücklegen, kürzer werden, weil sich die Verkehrsträger vernetzen. Dass sich mehrere Menschen ein Auto teilen. Und eine kluge Verkehrspolitik arbeitet auch daran, dass es Unternehmern leichter fällt, ihre Produkte mit der Bahn oder mit dem Schiff zu transportieren. Schlaues Verkehrsmanagement auf Anreize und Angebote basierend, das ist unser Weg in diesem Koalitionsvertrag. Und nein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Verkehrswende. Eine Wende leitet man ein, wenn man in die falsche Richtung gefahren ist, wenn man wieder zurück will dahin, wo man hergekommen ist. Aber wir wollen eben nicht zurück. Wir wollen nach vorne. Wir wollen Mobilität weiterentwickeln. Wir wollen moderne Mobilität, eine Mobilität, die die Bedürfnisse der Menschen kennt, auf sie reagiert und die Verkehrsträger vernetzt. Eine Mobilität, bei der der Verkehr fließt, statt zu stocken und die dabei zunehmend auf alternative Antriebsformen setzt. Kurz gesagt, eine Mobilität, die den Menschen und der Umwelt dient. Das ist unser Weg. Mit Freude habe ich am letzten Sonntag beiwohnen können beim Green Tech Award und bei allen Preisträgern. Bei allen, die dort aufgetreten sind, bei einer scheinbar vom Namen her etwas umweltlastigeren Auszeichnung, ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur das Ministerium, das die meisten Projekte gefördert hat. Deswegen ist saubere Luft und gute Mobilität kein Widerspruch. Um dieses Ziel weiterhin zu erreichen, leiten wir jetzt im Laufe dieser Wahlperiode mehrere entscheidende Schritte ein. Dabei haben wir alle Verkehrsträger im Blick. Wir stärken Schiene, Luft, Wasser und Straße. Wir fördern den Umstieg auf alternative Antriebsformen. Wir treiben die Digitalisierung in allen Bereichen voran. Wir versorgen die Menschen mit schnellem Internet und stopfen die Funklöcher. Dafür plant allein für dieses Haus bis 2021 das Investitionsvolumen aufzulaufen auf gut 60 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe, die wir in die Hand nehmen. Das verdanken wir Ihrer Unterstützung aus diesem Hohen Haus, weil das ist das ureigenste Recht des Parlaments, uns die Möglichkeiten zu geben, zu investieren und zu fördern. Und wir verdanken das auch der Strategie des Investitionshochlaufs von meinem Vorgänger Alexander Dobrindt. Herzlichen Dank dafür.
Es war klar, dass der Herr Griescher sich jetzt nicht so wahnsinnig freuen kann und sich eher dann auf seinen Ellbogen abstützt. Damit haben wir mittlerweile eine gute Basis für viele dringend erfolgreiche Projekte. Für sämtliche Investitionen zusammen stehen uns allein in diesem Jahr rund 16,8 Milliarden Euro zur Verfügung, was gut 60% unseres Etats ausmacht. Es ist der mit Abstand größte Investitionshaushalt des Bundes, und das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben. Dass die Lkw-Fahrer mittlerweile zunehmend für das Nutzen der Straßen bezahlen und bald auch die Pkw-Fahrer, ist konsequent und sichert langfristig Einnahmen in Höhe von vielen Milliarden Euro. Sie werden der Straße unmittelbar wieder zugutekommen. Und meine Damen und Herren, Knackpunkt bei Erhalt und Ausbau. Ja, wir wollen effizienter werden, und da ist nicht immer nur das Geld das Entscheidende, sondern auch die Kapazitäten, dieses Geld abfließen zu lassen. Und deswegen wollen wir mit der Reform der Infrastrukturgesellschaft dieses Problem angehen. Mit der Infrastrukturgesellschaft, die im Sommer gegründet wird und bei der wir ab 2021 die bisher zwischen Bund und Ländern geteilten Kompetenzen zentral bündeln, ist das Ziel, schneller zu planen, direkter zu finanzieren und bundesweit effizienter zu bauen. Auch das Stichwort Gleichwertigkeit der Lebenschancen. Wir wollen ein Gesetz zur Planungsbeschleunigung, weil wir wollen mithelfen, dass Planen und Genehmigen einfach effizienter wird, dass es schneller zur Investition kommt und dass es formalisierter abläuft und schneller abgeschlossen werden kann. Wir wollen die Engpässe beseitigen. Wir wollen vor allem, dass wir die wichtigen Möglichkeiten nutzen, um Zeit zu sparen, um besser zu investieren. Dasselbe mit der Mittelausstattung über die GfAFG-Mittel. Diese Mittel kommen Ländern und Kommunen zugute, und weil heute schon in der eingänglichen Debatte darüber diskutiert wurde, wie können wir Länder und Kommunen unterstützen. Dies ist die pure Investition in den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Mit derzeit 333 Millionen Euro, den lassen wir bis 2021 schrittweise auf 1 Milliarde anwachsen. Das ist gelebte Investitionspolitik, auch zugunsten der Menschen vor Ort im Nahverkehr. Und da sehen Sie, dass dieser Etat nah bei den Menschen ist. Ein zentraler Baustein ist natürlich der Schienengüterverkehr. Da werden wir im Haushaltsverfahren natürlich darüber diskutieren müssen, wann wir die Senkung der Trassenpreise starten. Und ich denke auch, dass da die Fachpolitiker und die Haushaltspolitiker gesteigerte Eigeninteressen haben. Und ich freue mich auf diese Diskussion. Marianne, das ist dein Job, das richtig zum Starten zu bringen. Und wir wollen vor allem die davon profitieren sämtliche Betreiber von Güterbahnen, wenn wir die Trassenpreise senken. Wir wollen damit auch einen Anreiz setzen für die Schiene. Und wir wollen vor allem, dass die saubere Luft auch weiterhin im Sofortprogramm umgesetzt wird. Das heißt, 1 Milliarde steht zur Verfügung. Wir haben 400 Anträge zur Elektromobilität. Wir haben über 100 Anträge zur Digitalisierung von kommunalen Verkehrssystemen. Wir haben schon Bescheide ausgereicht von mehr als 60 Millionen Euro. Wir wollen vor allem auch, dass dies zügig an den Start kommt. Und alle, die jetzt nur sich konzentrieren auf die Hardware-Nachrüstung, denen sei gesagt, es gibt weiterhin technische, rechtliche und finanzielle Bedenken. Und die muss man auch hören neben den schnellen Botschaften, die man machen kann. Die Nachrüstung wird auch höhere Verbräuche nach sich ziehen. Und die Frage, wer es zahlt, wird an dieser Stelle entscheidend sein. Wir vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur haben große Bedenken, weil wir wissen, dass wir mit diesem Maßnahmenpaket, das wir jetzt schon beschlossen haben, eine erhebliche Reduzierung der Schadstoffe erreichen. Mit den Software-Updates, mit der Umrüstung von Dieselbussen, mit dem Umstieg in die Elektromobilität und in die Digitalisierung bei den kommunalen Verkehrsbetrieben. Das ist das richtige Rezept, nicht die Investition in alte Autos, meine Damen und Herren. Und wir wollen vor allem beim Breitbandausbau zügig weiterkommen. Allen sei gesagt,
Das Geld, das wir ausgereicht haben, liegt auf den Tischen in den Rathäusern. Wir wollen, dass es schnell zur Umsetzung kommt. Ja, wir haben Kapazitätsengpässe, aber es liegt im Bundesministerium kein einziger Cent mehr, den wir nicht ausgereicht hätten für die Projekte vor Ort. Und das muss man auch mal gesagt haben, 3,5 Milliarden Euro sind für die Landkreise und Kommunen bewilligt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, wir fördern mit Ihrer Hilfe, mit Ihren Finanzvorgaben in Satelliten und neue Mobilitätsformen. Wir investieren in Ortsumfahrungen und Schleusen. Wir machen den Wetterdienst und untersuchen das Meer. In diesem Ministerium macht es wirklich viel, viel Freude und Spaß zu arbeiten. Mit Tausenden von engagierten Mitarbeitern, mit vielen nachgelagerten Behörden dienen sei auch mal einen herzlichen Dank gesagt. Und ich möchte mit Ihnen eine gute und konstruktive und offene Beratung über den Haushalt führen. Es gibt viel zu tun, aber wir machen auch vieles möglich. Herzlichen Dank und gute Beratung. Andreas Scheuer mit den einleitenden Anmerkungen, Bemerkungen zu seinem Etat zum Haushalt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der erste Redner in dieser Aussprache dazu ist Markus Bühl von der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne und vor dem Bildschirm. Wir beraten heute über Verkehr und digitale Infrastruktur und somit über ein entscheidendes Zukunftsthema für Deutschland. 50 Megabit pro Sekunde, 100 Megabit, 1 Gigabit. Ankündigungen, Ankündigungen und abermals Ankündigungen. Darin ist die Große Koalition gut. Große Koalitionen sind in der Regel allerdings kein Ort wirklicher Innovationen und Erneuerungen. Im Koalitionsvertrag 2013 hieß es, ich zitiere, bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde geben. Nun, wie wir wissen, wurde dieses Ziel nicht erreicht, vor allem in den ländlichen Räumen unseres Landes. Die Umsetzungsschwierigkeiten in der letzten Legislaturperiode begannen laut Rechnungshof bereits im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, kurz BMVI selbst. In seinem Bericht Anfang des Jahres kritisierte der Bundesrechnungshof, dass bei der Veranschlagung der Fördermittel nicht vorher der tatsächliche Mittelbedarf geprüft wurde. Auch fehlte laut Rechnungshof der Nachweis, dass die zusätzlich 45 Planstellen und Stellen im BMVI notwendig waren. Meine Damen und Herren, wenn der Start schon derart holprig ist, können die Ziele nicht erreicht werden. Und weil man das bisherige Ziel verfehlte, heißt es nun im neuen Koalitionsvertrag, Zitat, wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen wir den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Herr Minister Scheuer, Sie haben jetzt die Chance zu beweisen, dass der Breitbandausbau nicht nur angekündigt wird, sondern auch erfolgreich abgeschlossen wird. Und vielleicht gelingt es in diesem Land auch einmal, ein Ziel vor Ablauf der selbstgesetzten Frist zu erreichen. Insgesamt werden die Steuerzahler 5,4 Milliarden Euro für ein schnelles Breitband aufwenden. Alle Steuerzahler sollten auch rechtzeitig von ihrer Investition profitieren. Jedoch ist zu befürchten, dass zu wenige Kapazitäten bei der Planung und der Fachkräftemangel im Baugewerbe den Ausbau des schnellen Internets trotz genügender Bundesmittel weiter verzögern wird. Eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur ist wichtig für unsere Gesellschaft. Mit Industrie 4.0 wird die Wirtschaft insgesamt die Qualität des Netzes zu einem Wachstumsfaktor, bei nicht ausreichend vorhandenen Strukturen gar zu einem Überlebensfaktor. Dies ist gerade für unsere mittelständische Wirtschaft, welche überwiegend in den ländlichen Räumen beheimatet ist, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Der Ausbau mit Breitband in der Fläche muss gelingen. Unsere moderne Landwirtschaft ist digital und benötigt Bandbreite. Wir fordern, dass ausschließlich Glasfaseranschlüsse mit mindestens 1 Gigabit pro Sekunde als Basisforderung förderfähig sind. Die auf Kupfer angewiesene Vectoring-Technik darf nicht länger förderfähig bleiben. Funklöcher im Mobilfunk sollten zukünftig der Vergangenheit angehören. Hier sind vor allem Netzbetreiber gefordert, den Ausbau besonders in ländlichen Gegenden voranzutreiben. Unser Land besteht aus urbanen Ballungsräumen und dem ländlichen Raum. Abschließend ist es sehr bedauerlich, dass das bunte Wirrwarr bei den Zuständigkeiten für Digitalisierung innerhalb dieser Bundesregierung beibehalten wurde. Es fehlte der Koalition auch hier der Mut, für das Zukunftsthema Digitalisierung ein eigenes Ministerium zu schaffen.
in dem Geflecht. In dem Geflecht aus unterschiedlichen Zuständigkeiten ist es nur allzu leicht, das Bild für das Große und Ganze aus den Augen zu verlieren. Herr Minister Scheuer, ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Chance auf diesem wichtigen Gebiet nutzen und sich kein Vorbild an Ihrem Vorgänger nehmen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Abgeordnete Kirsten Lühmann. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Zuhörende! In der letzten Legislatur hat die SPD-Bundestagsfraktion weiter an dem Thema Mobilitätswende gearbeitet. Also nicht das Wort, das der Minister nicht mag, sondern ein Wort, das darlegt, dass wir bis jetzt davon ausgegangen sind, dass Individualmobilität mit Verbrennungsmotoren in unserem Fokus steht und dass wir jetzt festgestellt haben, dass wir daran etwas ändern müssen. Und das ist gut, dass wir uns dieses Themas angenommen haben. Wir haben das unter anderem mit dem Schienengipfel gemacht, wir haben das mit Fachgesprächen zu alternativen Antrieben gemacht, und es ist uns gelungen, vieles davon im Koalitionsvertrag zu verankern. Denn das Zeitfenster, liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine Weichenstellung in diesem Bereich ist sehr, sehr eng. Gestern war ich mit Toni Hofreiter beim BUND auf dem Podium und hörte, es geht alles viel zu langsam. Wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen des Koalitionspartners rede, höre ich manchmal, muss das denn wirklich sein? Wenn ich das beides zusammenpacke, kann ich nur sagen, wir haben als SPD eigentlich alles richtig gemacht und das Thema vernünftig platziert. Nicht alles, was im Koalitionsvertrag steht, ist in diesem Haushalt schon drin. Wichtig ist, wir haben das Sofortprogramm Saubere Luft. In diesem Haushalt werden wir auch die gesetzlichen Möglichkeiten dafür schaffen, dass die angekündigten 250 Millionen Euro der Automobilwirtschaft auch vereinnahmt werden können und dann für die richtigen Ziele ausgegeben werden. Damit das Wort sofort bei dem Programm auch richtig eingesetzt ist, haben wir bis jetzt, damit das Geld auch fließen kann, bestehende Genehmigungen, also aus Brüssel notifizierte Verfahren genutzt, um möglichst schnell Förderanträge bewilligen zu können. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt es darauf an, dass wir Förderrichtlinien ausweiten, zum Beispiel auf andere Techniken wie Wasserstoff oder auch auf andere Fahrzeugarten, die in den Kommunen unterwegs sind. Das muss möglichst schnell passieren, damit wir uns nicht zu sehr mit dem Geld fokussieren. Wichtig ist aber auch, die Innovationen, die die Kanzlerin von den Kommunen eingefordert hat, in unseren Förderprogrammen abzubilden. Denn erforderlich sind auch neue Prioritäten beim Stadtumbau, bei der Verteilung der Verkehrsflächen. Der Verkehrsausschuss wird dazu eine Reise unter anderem nach Kopenhagen machen. Dort sind durch konsequente Errichtung von Fahrradstraßen, die auch baulich von den Autostraßen getrennt sind, ist dahin gekommen, dass 60% der Beschäftigten in Kopenhagen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das müssen wir auch in Deutschland fördern. Und wir müssen diese Förderprogramme auch ausweiten. Es darf nicht nur begrenzt sein auf die Kommunen der sogenannten 70er-Liste. Unser Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss es sein, dass die Luft überall in unserem Land sauberer wird, nicht nur in ausgewählten Städten. Der geringe Mittelabfluss bei der Digitalisierung ist hier schon angesprochen worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer den kritisiert, sollte einfach mal vor Ort gehen und sich angucken, wie sowas funktioniert, dann würde er das hier nämlich mehr sagen. Wir haben das gesamte Budget, das in der letzten Legislatur zur Verfügung steht, für Digitalisierung ausgeschöpft. Wir haben Förderanträge bewilligt. Aber wir alle, die wir kommunal unterwegs sind, wissen sehr genau, von einer Bewilligung eines Antrages bis zum Zurückfluss des Geldes vergehen 2 bis 3 Jahre mindestens. Wir brauchen die Ermittlung der sogenannten weißen Flecken. Wir müssen einen Betreiber suchen. Wir müssen Ausschreibungen machen. Also insofern gehen wir davon aus, dass ab 2019 es einen vermehrten Mittelabfluss in diesem Bereich geben wird. Das Geld liegt bereit, und das ist auch gut so. Der letzte Punkt, den ich heute anspreche, ist unsere Initiative für den Schienenverkehr, ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Mobilitätswende. Unser Ziel ist es, mehr Personen und Güter auf der Schiene zu transportieren.
Für den Mehr an Personen, die die Züge nutzen, haben wir schon in der letzten Legislatur den Deutschlandtakt auf den Weg gebracht, im Bundesverkehrswegeplan mit einem ersten Gutachten. Und wir werden noch in diesem Jahr mit dem zweiten Gutachten ein erstes Fahrplankonzept machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Deutschlandtakt ist auf guter Schiene. Beim Güterverkehr haben wir viele Weichen gestellt, die 750-Meter-Netze, das Elektrifizierungsziel, die Modernisierung mit ERMTS und, ja, der Minister hat es angesprochen, auch die Trassenpreissenkungen. Wir wissen, dass dazu rechtliche Voraussetzungen und Genehmigungen aus Brüssel erforderlich sind, aber die sollten eigentlich bis zum Herbst da sein. Und da dieses Projekt ein zentrales ist für unsere Politik, sollten dann im Herbst auch entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, damit wir loslegen können. Und darüber sollten wir im Rahmen der Haushaltsberatung noch einmal reden. Lassen Sie uns also auch in diesem Bereich klarmachen, Mobilität und Umweltschutz müssen kein Gegensatz sein. Das ist das Ziel dieser Regierung, und gemeinsam werden wir das auch beweisen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Christoph Meyer für die FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Regierung hat sich 220 Tage Zeit gelassen, aus dem ersten Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018 den zweiten zu machen. 220 Tage, eigentlich genug Zeit, um Schwerpunkte der neuen und alten Partner, gerade im Verkehrsministerium, zu setzen. Das haben Sie nicht geschafft. Arbeit ist wirklich hier von Ihnen nicht erkennbar. Herr Minister Scheuer, liest man die Kernsätze, und da hören Sie doch lieber mal zu, gerade von der CSU. Lieber Herr Minister Scheuer, liest man die Kernsätze der Rechnungshofberichte über Ihr Ministerium aus den letzten Jahren, denn wiederholen sich leider immer dieselben Vorwürfe. Unwirtschaftlich, intransparent, nicht zielgerichtet, mangelhafte Evaluation, nicht nachvollziehbarer Stellenaufwuchs. Straße, Schiene, Bahn, Wasserwege, überall das gleiche Bild. Dass Sie sich hier hinstellen bei der Einbringung und Ihren Vorgänger, Herrn Dobrindt, loben, ist wirklich peinlich, Herr Scheuer. Vielleicht können Sie es in den nächsten Jahren ein bisschen besser machen und sich von Ihrer Landesgruppe ein bisschen emanzipieren. Sie definieren zu Recht den Erhalt und den Ausbau von Verkehrswegen als ein wesentliches Handlungsfeld. Nur leider fehlt uns nach den ersten Zahlen, die Sie uns vorlegen, der Glaube, dass Sie dieser Erkenntnis auch Taten folgen lassen werden. Die Bewertung wenig ambitioniert wäre im Bereich digitale Infrastruktur sogar noch geschmeichelt. Der einzige Bereich, wo offensichtlich in der Tat etwas vorangeht im Bereich Digitales, sind Ihre diversen Programme, die wahrscheinlich auch noch evaluiert werden müssen, zum Thema saubere Luft. Da geht es dann schnell, wenn Sie die Hersteller des Dieselskandales nicht in die Verantwortung nehmen wollen, dann werden andere Programme aufgelegt. Aber die wahren Verantworter, die Verursacher, die Autohersteller hier in die Pflicht zu nehmen, das haben Sie auch abgelehnt. Auch da sind Sie in einer traurigen Nachfolge Ihres Herrn Dobrindt. Die angekündigten Investitionen im Breitbandausbau bis 2025 sind bei genauer Betrachtung ebenfalls bisher Nebelkerzen. Sie müssen sogar, weil Sie es in der Tat nicht schaffen, die veranschlagten Mittel aus den letzten Jahren auszugeben, die Haushaltsansätze herunterfahren und abschmelzen, weil offensichtlich Sie in der Planung nicht vorankommen. Sie hatten 4 Jahre Zeit in der Großen Koalition, hier die Probleme aufzulösen. Das haben Sie nicht geschafft. Das hat die CSU nicht geschafft, das hat die CDU nicht geschafft und das hat die SPD auch nicht geschafft. Sie sind Herr Minister Scheuer, verantwortlich im besten Fall für einen Verwaltungsetat, den wir hier lesen. Es ist ein Verwaltungshaushalt, den Sie vorgelegt haben. Sie versuchen mit dem Fernstraßenbundesamt eine neue Mammutbehörde aufzubauen. Alte Mammutorganisationen aus der Vergangenheit, Stichwort Bundeseisenbahnvermögen, Fristen jenseits von Effizienzkontrolle, ein beschauliches Dasein unter der Verantwortung von CSU-Ministern. Dieses Bundesbahn-Eisenbahnvermögen wurde vor 25 Jahren geschaffen.
Der Rechnungshof kritisiert es immer wieder. Vor 25 Jahren in der ersten Stufe der Bahnreform haben Sie diese Behörde geschaffen. Auch da werden wir in den Haushaltsberatungen darauf Wert legen und das thematisieren, dass Sie hier nach 25 Jahren zu einem anderen Umgang gegebenenfalls mit Aufgaben, die vor 25 Jahren einmal definiert waren und vielleicht auch in der Übergangsphase berechtigt waren, jetzt ohne jeglichen Form, ohne jeglichen Inhalt vor sich hin arbeiten. Ja, ja. Ich glaube, Herr Scheuer, und das ist das Schade an der Einbringung dieses Haushalts von Ihnen, dass Sie ja auch an anderen Stellen, das lassen Sie mich als Berliner formulieren, bewiesen haben, dass Sie durchaus analytischen Verstand haben. Das ist Ihre Einlassung zum Flughafen Tegel. Leider haben Sie aber offensichtlich nicht das Durchsetzungsvermögen in Ihrer Koalition oder auch in der Union. Herr Dobrindt hat es ja auch schon versucht, dass Sie Ihren Ankündigungen zum Thema Offenhaltung des Flughafen Tegels gegebenenfalls auch entsprechende Schwerpunkte in den Haushaltsansätzen folgen lassen. Das wäre ein Punkt, wo ich glaube, dass Sie durchaus die Mehrheit, auch die stille Mehrheit dieses Hauses hinter sich hätten, wenn all diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die zwei, drei, vier Stunden in Sitzungswochen länger an Fahrtzeiten benötigen werden, wenn der Flughafen Tegel geschlossen ist, hier gegebenenfalls vom Bund zu einer Änderung kommen wollen. Sie, Herr Minister Scheuer, haben die Chance in den nächsten Jahren, den Politikstil Ihrer Vorgänger, Tagespolitik nach Umfragen gegebenenfalls abzuschütteln und sich darauf zu besinnen, dass in der Tat der große Investitionshaushalt, den Sie verantworten in den nächsten Jahren, sich als eine Art Grundlage und Bollwerk für die volkswirtschaftlichen Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland darstellt und nicht in einer ineffizienten Mittelverwaltung verharrt, wie es offensichtlich in den letzten Jahren unter der Verantwortung Ihres Vorgängers der Fall war. Ich danke Ihnen. Christoph Meyer für die FDP-Fraktion in der Aussprache über den Etat für das Bundesverkehrsministerium und zum Thema digitale Infrastruktur. Viktor Perli ist hier der nächste Redner und an dieser Stelle führt sie gleich Jeanette Clark weiter durch diese Bundestagssitzung, die ja noch eine ganze Reihe weiterer Programm-Tagesordnungspunkte hat. Jetzt aber erstmal Viktor Perli für die Linksfraktion. Meine Damen und Herren, dieser Finanzplan ist ein Desaster für den Verkehr und das Digitale. Union und SPD organisieren den Verkehrskollaps. Sie bekommen den Breitbandausbau nicht geregelt und sie gehen schlecht mit öffentlichem Eigentum um. Bis 2030 sollen 50 Milliarden Euro in neue Straßen und Autobahnen fließen. Dazu kommen 66 Milliarden Euro für die Instandhaltung. Dabei weiß jeder, mehr Straßen, mehr Verkehr. Noch mehr Straßen, noch mehr Instandhaltungskosten, das ist ein Fass ohne Boden. Wir haben jedes Jahr mehr Güterverkehr auf den Straßen. Die Staus nehmen zu, die Innenstädte sind verstopft. Das bedeutet Stress, Lärm und schlechte Luft. Die Linke sagt, wir brauchen stattdessen eine Verkehrswende, weil es finanziell, ökologisch und sozial geboten ist. Und das ist auch die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in Studien des Umweltbundesamtes. Rund 80-90% möchten weniger auf das Auto angewiesen sein. Und da können sich die Bürgerinnen und Bürger auf uns verlassen. Die Linke setzt sich ein für mehr und besseren öffentlichen Nahverkehr, für gute Fuß- und Fahrradwege und für eine Bahn, die im ganzen Land attraktiv und bezahlbar ist. Kommen wir zum Breitbandausbau. Hier liegt Deutschland im internationalen Vergleich sehr weit hinten. Das ist blamabel und ist selbst verschuldet. Die Regierung hat jahrelang diese Aufgabe dem Markt und damit den Profitinteressen der Anbieter überlassen. Die Konsequenz ist eine massive Benachteiligung vieler ländlicher Räume. Immer noch müssen Familien und Unternehmen umziehen, weil sie im Funkloch leben, weil schnelles Internet für sie ein Fremdwort ist. Dabei war es auch die Große Koalition, die versprochen hat, bis 2018 alle Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Sie haben das Versprechen gebrochen. Von den 1,6 Milliarden Euro, die in den letzten 3 Jahren für den Breitbandausbau zur Verfügung standen,
ist gerade mal ein Fünfzigstel abgeflossen. Ein Fünfzigstel. Das Programm läuft schlecht, ist kompliziert und es fehlt an Personal. Jetzt senken Sie im Haushaltsentwurf die Mittel, schaffen aber eine Staatsministerin für Digitales. Das hilft den Leuten überhaupt nicht. Jeder fünfte Haushalt ist unversorgt. Das Land ist nicht nur sozial gespalten, es ist auch digital gespalten. Und beides ist nicht hinnehmbar. Nun zum Investitionsstau. Die Koalition geht schlecht mit dem Eigentum der Bevölkerung um. Die öffentliche Infrastruktur wird vielerorts kaputt gespart. Das hat der Bundesrechnungshof gerade erst wieder gerügt. Ich zitiere: Schadhafte Brückenbauten schränken die Nutzbarkeit von Straßen, aber auch von Schienen und Wasserwegen ein. Der bauliche Zustand der Brücken des Bundes hat sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Ja, wo leben wir denn? So geht man doch nicht mit dem Eigentum der Bevölkerung um. Das ist ein desaströses Zeugnis für die Arbeit der Bundesregierung. Und dann feiern Sie sich hier dafür, dass Sie ohne Neuverschuldung auskommen. Dabei sind unterlassene Investitionen doch nur eine andere Form von Schulden, die Sie an die künftige Generation weiterreichen. Herr Minister Scheuer, zum Abschluss. Sie verhandeln aktuell über die Zukunft der Lkw-Maut. Seit Jahren tobt ein milliardenschwerer Streit mit den Toll-Collect-Betreibern. Die Steuerzahler mussten bereits unfassbare 250 Millionen Euro für Anwälte hinblättern. Die Linke erwartet, dass sie sich nicht weit über den Tisch ziehen lassen. Im Interesse der Steuerzahler muss die Lkw-Maut einzig und allein Sache des Bundes sein. Die Gewinne gehören vollständig in die öffentliche Hand. Die Privatisierung solcher Aufgaben, das hat sich jetzt einmal mehr gezeigt, ist ein teurer Irrsinn. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, die Große Koalition im Jahr 2018 heißt Verkehrskollaps, digitales Scheitern, kaputtgesparte Infrastruktur und eine Märchenstunde mit dem Verkehrsminister. Herzlichen Dank. Als nächster spricht der Kollege Sven-Christian Kindler für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Scheuer, Sie haben am Anfang Ihrer Rede sich gegen eine Verkehrswende ausgesprochen und Ihrem Vorgänger, Herrn Dobrindt, gedankt. Ich will noch mal die Bilanz von Herrn Dobrindt aufzählen. Desaster bei der Pkw-Maut, Desaster beim BER, Dieselbetrug, massive Privatisierung über ÖPP, Chaos bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Ich sage Ihnen, noch nie war es so notwendig, dass es einen Politikwechsel und eine Verkehrswende im Verkehrsministerium gibt wie jetzt. Ich habe leider keine großen Hoffnungen, Herr Minister, aber ich hoffe, dass eben nicht nur das CSU-Parteibuch Ihr Leitlinie sein wird in den nächsten 4 Jahren, wie das bei den Vorgängern Ramse und Herrn Dobrindt war. Denn es gibt große Herausforderungen, große Probleme, die man anpacken muss. Saubere Luft in den Städten, guter öffentlicher Nahverkehr, Verlagerung der Güter vom Lkw auf die Schiene, Digitalisierung, Radverkehr und der Klimaschutz, der Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und ich finde es schon wirklich erbärmlich. Die CO2-Emissionen sind in den letzten 4 Jahren deutlich gestiegen im Verkehrssektor. Ich finde es wirklich erbärmlich, weil ein Verkehrsminister nicht einmal das Wort Klimaschutz hier in der Rede vorkommt. So geht es nicht. Und zu den Zahlen im Haushalt 2018. Die Ansätze für die Schiene stagnieren. Keine Bewegung beim Radverkehr, nicht mehr Geld für den ÖPNV. Milliarden für schnelles Internet werden nicht ausgegeben, weil es so eine große Bürokratie im Ministerium gibt. Aber was steigt, ist natürlich der Straßenbau im Ministerium. Ist ja auch gerade Wahlkampf in Bayern, da will man viele Spatenstiche setzen. Aber mit Innovation, mit einer modernen Verkehrspolitik für das 21. Jahrhundert hat das wirklich nichts zu tun. Ich sage Ihnen, das ist ein Haushalt ohne Zukunft, mit Konzepten aus der Vergangenheit für den Verkehr. Und dass Ihre Verkehrspolitik eben auch völlig ideologisch ist, sieht man auch beim Thema öffentlich-private Partnerschaften. Der Ansatz steigt für öffentlich-private Partnerschaften 140 Millionen auf 600 Millionen Euro. Dabei wissen wir, ÖPP-Projekte im Straßenbau sind extrem teuer, unwirtschaftlich, intransparent. Das hat der Rechnungshof zahlreichen Untersuchungen sehr klar dargelegt.
Und von dieser Privatisierung profitieren vor allen Dingen große Unternehmen. Deswegen ist ja auch die mittelständische Bauwirtschaft gegen ÖPP und fordert einen Stopp von ÖPP im Straßenbau. Und trotzdem wollen Sie weitere Millionen für ÖPP im Straßenbau verschwenden. Ich halte das persönlich für einen unverantwortlichen Umgang mit Steuergeldern. Wir Grüne sagen klar, ÖPP, Privatisierung im Straßenbau, das muss verboten werden. Und dass Ihre Verkehrspolitik auch von vorgestern ist, gerade von der CSU, merkt man eben auch beim Umgang mit dem Thema Dieselbetrug. Jeder weiß, wenn wir wollen, dass die Luft in den Städten wieder besser wird und nicht krank macht, und wenn wir Fahrverbote verhindern wollen, dann führt kein Weg an Hardware-Nachrüstung vorbei. Das weiß jeder. Und trotzdem stellen Sie sich gegen Hardware-Nachrüstung. Sie haben es heute auch noch mal gemacht. Das ist völlig klar. Sie haben nichts gelernt aus dem Dieselbetrug. Und Sie werden am Ende der Minister sein, der für Fahrverbote verantwortlich war. So sieht es aus. Sie haben mir gesagt, Herr Minister, Sie hätten Bedenken. Gut, kommen wir zu den Bedenken. Das Umweltbundesamt hat mit ihrer wissenschaftlichen Expertise alle technischen, rechtlichen, finanziellen Bedenken ausgeräumt. Aber auch selbst Ihr eigenes Haus hat ein Gutachten im Auftrag gegeben. Das haben Sie wollten Sie verstecken, bei Georg Wachtmeister, Inhaber des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen, ein Freund des Verbrennungsmotors. Der hat Ihnen auch dargelegt, es ist technisch möglich, es ist rechtlich möglich und zu vertretbaren Preisen von 1.000 bis 3.000 Euro pro Auto. Das heißt, Hardware-Nachrüstung sind möglich, man muss es eben nur wollen. Und darum geht es. Sie wollen es eben politisch nicht. Sie wollen es nicht, weil Ihnen, und da sage ich es immer sehr hart, weil im Kern die Eigentumsinteressen von der Familie Pirch, Porsche und Quandt wichtiger sind als das Gemeinwohl und die Luft in den Städten. So geht es. So geht es nicht, sage ich Ihnen, Herr Minister. Und zum Thema Finanzierbarkeit. BMW, VW und Daimler haben 2016, 2017 insgesamt 60 Milliarden Euro zusammen Gewinne gemacht. 60 Milliarden Euro. Und Sie sagen uns, das ist hier nicht finanzierbar. Natürlich ist es finanzierbar und natürlich müssen die Verursacher für diesen Betrug auch gerade stehen. Natürlich müssen die auch die Zeche zahlen und müssen die Hardware-Nachrüstung finanzieren. Das ist doch das Mindeste, was wir von der Politik aus verlangen müssen. Es ist übrigens auch so, dass die Europäische Kommission eine Klage gegen Deutschland eingereicht hat, weil sie gegen europäisches Recht verstoßen im Verkehrsministerium. Das seit Jahren, weil Autos mit betrügerischen Abschalteinrichtungen eben zurückgeordert werden müssen und Sanktionen gegen die Automobilhersteller verhängt werden müssen, bis zu 5.000 Euro. Sie haben das in den letzten 8 Jahren nicht gemacht. Und auch hier muss man sich fragen, was das eigentlich für den Rechtsstaat bedeutet. Jeder kleine Falschparker wird mit einem Bußgeld belegt, aber die großen Autokonzerne können schamlos weiter betrügen, Recht und Gesetz brechen, müssen keine Sanktionen befürchten. Ich finde das verheerend für den Rechtsstaat, was Sie im Verkehrsministerium machen. Und ich sage Ihnen, diese Kumpanei, die es gibt im Verkehrsministerium, auch bei Ihnen, zwischen Politik, vor allen Dingen der CSU und der Autoindustrie, die muss endlich enden. Wir brauchen einen Verkehrsminister auf der Seite der Menschen in Städten lebt, die gesunde Luft wollen. Auch auf der Seite der Dieselfahrer, die betrogen wurden. Wir brauchen keinen Verkehrsminister, Herr Scheuer, der auf der Seite der Autoindustrie steht als Lobbyminister. Das muss sich ändern. Vielen Dank. Sven-Christian Kindler war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, deren haushaltspolitischer Sprecher. Immer noch zum Einzelplan Verkehr und digitale Infrastruktur. Und jetzt die nächste hier am Rednerpult, Daniela Ludwig für die Unionsfraktion. Viel einfallen, nur leider ist mir meine Redezeit dort so definitiv zu schade. Deswegen komme ich gerne zurück zum Ursprungsthema, nämlich Haushalt. Und seien Sie versichert, das Thema Diesel wird uns auch in anderen Debatten weiterhin beschäftigen. Heute geht es um das, womit wir Politik gestalten wollen, nämlich eine gute Finanzierbarkeit und eine gute Ausstattung, insbesondere dieses Etats, der drittgrößte ist, den wir hier in Berlin zu verwalten haben und als drittgrößter über 50% der Investitionsmittel sozusagen zur Verfügung hat. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie wir diese Mittel genau an die Stellen bringen, wo sie unserer Bevölkerung und der Wirtschaft in der Bundesrepublik dienen können. Wir haben einen sensationellen Aufschwung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und selbst bei bester Zukunftsbetrachtung wäre vermutlich keiner zu dieser Einschätzung gekommen, dass wir eine Arbeitsmarktlage haben, die sensationell ist, eine wirtschaftliche Lage, die gut ist, und eine Lage bei den Steuereinnahmen, von der viele andere Staaten in Europa nur träumen könnten. Das ist natürlich Resultat einer guten Regierung der letzten Jahre. Und ich denke, das kann man an dieser Stelle auch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Diesen Aufschwung, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wollen wir natürlich fortsetzen. Und Grund für diesen Aufschwung ist nicht zuletzt eine gute, leistungsfähige Verkehrs- und vor allem auch Digitalinfrastruktur. Und das ist genau das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Der Investitionshochlauf, um den wir lange Jahre gekämpft haben und den ein CSU-Minister durchsetzen konnte, Gott sei Dank, wird uns dabei helfen, gut zu sein bei diesem drittgrößten Etat mit 50% Investitionsmittel. Aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Aufgaben vor uns, die nicht unbedingt immer nur leicht sein werden, sie zu lösen. Ein Thema ist angesprochen worden, und wir widmen uns im Koalitionsvertrag über mehrere Seiten diesem Thema. Das sind die Zuwächse beim Güterverkehr europaweit. Wir müssen bis 2030 davon ausgehen, dass wir eine Steigerung von 40% im Güterverkehr zu verkraften haben werden. Das ist natürlich Bestandteil einer erfolgreichen Wirtschaft, aber auch eine erfolgreiche Wirtschaftsnation wie die unsere muss damit umgehen. Und wir setzen einen klaren Schwerpunkt bei der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Auch das ist für den Wirtschaftsstandort wichtig. Und auch das ist wichtig übrigens für die Umwelt und für die Gesundheit unserer Bevölkerung und wird einen großen Teil unseres Regierungs- und Parlamentshandelns in den nächsten Jahren ausmachen. Das bedeutet, dass wir das Transportmittel, auf das wir verlagern wollen, nämlich die Schiene, attraktiver machen müssen. Und liebe Frau Lühmann, Sie haben es schon angesprochen und Sie laufen hier bei den Verkehrspolitikern der Union offene Türen ein. Das Thema Halbierung Trassenpreise erst 2019 zu machen, akzeptieren wir auf keinen Fall. Das werden wir so nicht mitgehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit Ihrer Hilfe auch den Bundesfinanzminister davon überzeugen können und werden, dass wir schon im Jahr 2018 diesen ersten wichtigen Akzent in der Verkehrspolitik setzen müssen. Denn man kann nicht nur von der Verlagerung auf die Schiene reden, sondern man muss dieses Transportmittel noch attraktiver machen. Und wir haben mit den Trassenpreisen ein gutes und wichtiges Mittel dazu in der Hand, um dieses politisch vorwärts zu treiben. Deswegen klares Bekenntnis dazu. Und natürlich setzen wir den zweiten Fokus auf den Erhalt der Infrastruktur. Nicht so sehr auf den Neubau, sondern tatsächlich auf den Erhalt. Und was heute nur ein bisschen zu kurz kam, sind unsere Wasserwege. Denn wenn wir von Verlagerung von Güterverkehr reden, spielen natürlich auch unsere Wasserwege eine nicht unerhebliche Rolle, gehen natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer ein bisschen unter, weil nicht jeder einen Wasserweg in seinem Wahlkreis hat. Deswegen werden wir auch hier für Erhalt, Ausbau und Ersatz der notwendigen Infrastruktur das entsprechende Geld in die Hand nehmen. Denn es muss auch möglich sein, nicht nur auf die Schiene zu verlagern, sondern da, wo es sich anbietet, auch die Wasserwege besser für den Güterverkehr zu nutzen. Und ein dritter Punkt, der heute auch schon angesprochen wurde, sind natürlich unsere digitalen Infrastrukturen, die an Bedeutung alljährlich weiter zunimmt, wo wir auch erheblichen ständigen Veränderungen ausgesetzt sind und wo die Politik tatsächlich gehalten ist, hier Schritt zu halten und sowohl auch hier wieder den Wirtschaftsstandort, aber auch unsere Bevölkerung und vor allem unsere ländlichen Räume fit zu machen, den Anschluss an die digitalen Infrastrukturen zu bekommen oder jedenfalls zu erhalten. Es wird leitungsgebunden notwendig sein, aber natürlich auch mobil. Und es hat entgegen der bisherigen Darstellungen natürlich schon Fortschritte gegeben im Breitbandausbau der letzten Jahre. Über 80% der Haushalte in Deutschland verfügen über einen Zugang zu schnellem Internet mit 50 Mbit oder mehr. Das ist ab dem Jahr 2013 immerhin eine Steigerung von 35%. Und natürlich müssen wir hier weitermachen. Und natürlich bekennen wir uns im Koalitionsvertrag zur Zukunftstechnologie Glasfaser. Selbstverständlich. Und natürlich wollen wir Leitmarkt 5G werden. Und wir sind tatsächlich als Regierungsfraktionen dazu entschlossen, alles dafür Notwendige, auch das notwendige Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und wenn wir uns anschauen, in der letzten Legislatur 4,4 Milliarden Euro, erstmals ein Breitbandprogramm des Bundes. Klar, sehr viele klamme Länder können sich selber keines leisten, also muss der Bund einsteigen. Im Übrigen nur Bayern ist das einzige Land, das auch kofinanzieren kann und ein eigenes Förderprogramm hat. Da bitte ich mir alle die, die hier groß sprechen, in ihren eigenen Bundesländern Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, dass es ihnen nicht nur in Berlin wichtig ist, über Breitband zu reden, sondern auch zu Hause. Jedenfalls konnten wir in der letzten Legislatur 2.200
Förderbescheide für Beratungsleistungen übergeben und knapp 650 Förderbescheide für konkrete Ausbaumaßnahmen. Und die Kollegin Lühmann hat es ja auch schon richtig gesagt, ein Blick in die Praxis und in die Region schadet ja immer nicht, bevor man hier laut wird. Denn klar ist, wir sind im Prinzip ein bisschen Gefangener unseres eigenen Erfolges. Die Wirtschaft brummt. Ich habe es am Anfang gesagt, die Auftragsbücher sind voll. So, und das schlägt uns jetzt gerade im Moment ein bisschen, wenn es um den Breitbandausbau geht. Manches dauert etwas länger, als wir uns das wünschen würden. Wenn, wie gesagt, wirtschaftlicher Erfolg und volle Auftragsbücher bei unseren Handwerkern sozusagen der Grund dafür sind, dann kann man es halbwegs verschmerzen. Aber natürlich müssen wir jetzt sehen, dass es hier vor Ort vorangeht. Immerhin angestoßen Gesamtinvestitionen von 7,8 Milliarden Euro. Das heißt, wir schließen die Menschen nicht nur an schnelle Internet, an Glasfaser an, sondern wir bringen auch diesen Wirtschaftsstandort noch mal weiter voran und reizen Investitionen an. Und deswegen kann ich nur sagen, weil dies so wichtig ist, begrüße ich die Ankündigung des Bundesfinanzministers, einen Digitalfonds auflegen zu wollen. Wir haben uns ja auf einen Fonds im Koalitionsvertrag auch verständigt. 2,4 Milliarden soll er wohl umfassen. In Anbetracht der Tatsache, was ich gerade ausgeführt habe, dass wir noch schneller und noch besser werden müssen als in den letzten 4 Jahren, darf ich davon ausgehen, dass ein erklecklicher Anteil dieser 2,4 Milliarden Euro dem drittgrößten Etat mit 50% Investitionsmitteln zufließt, nämlich dem Verkehrshaushalt und dem Haushalt für digitale Infrastruktur. Vielen herzlichen Dank. Daniela Ludwig war das für die Unionsfraktion. Sie hat das hier zum Ende noch mal angesprochen. In der Tat, in diesem Etat noch unberücksichtigt für 2018. Die geplanten Ausgaben, zum Teil zumindest, für die Modernisierung der digitalen Infrastruktur, das soll über einen eigenen Digitalfonds finanziert werden. Bundesfinanzminister Scholz will den jetzt schon in diesem Jahr gründen mit diesen 2,4 Milliarden. Dirk Spaniel jetzt für die AfD-Fraktion. Schauen wir uns die Bilanz der CSU-Verkehrspolitik an. 2009, als Herr Ramsauer ins Amt kam, hatten wir 380.000 Staukilometer pro Jahr. Als Herr Dobrindt 2013 ins Amt kam, hatten wir 830.000 Staukilometer. Und 2017 hatten wir rund 1,5 Millionen Staukilometer in diesem Land. Die Staulänge auf unseren Straßen hat sich um das Vierfache vergrößert. Das ist die neunjährige Bilanz von CSU-Verkehrsministern. Die Menschen, die tagtäglich im Stau stehen, erkennen, ihre Verkehrspolitik geht an den wirklichen Problemen in diesem Land vollkommen vorbei. Diese Probleme sind das Ergebnis ideologischer Verblendung von Rot-Grün und politischer Feigheit der bürgerlichen Parteien. Die Verkehrspolitik dieses Landes effizient zu gestalten. Und diese Probleme werden Sie mit Ihren Placebo-Maßnahmen aus dem Bundesverkehrswegeplan auch nicht lösen. Sie ignorieren die entscheidenden Fakten zum Thema Verkehrspolitik. 85% der Personenbeförderung und 78% der Güter werden in diesem Land auf der Straße transportiert. Die Schiene ist verantwortlich für 15% der Personenbeförderung und 14% der Güterbeförderung. Selbst wenn wir mit gigantischem finanziellen Aufwand die Transportleistung der Bahn um 30% erhöhen können, fallen bei der Straße gerade mal 6% weg. Ist halt Prozentrechnung, ne? Es ändert sich gar nichts an den Staus. Überhaupt nichts. Vergleichen wir die geplanten Investitionen in die Bahn und die Straße, dann kommen wir zu dem Schluss, dass die Schiene gegenüber der Straße bei den Investitionen im Verhältnis zur Transportleistung um ein Vielfaches bevorzugt wird. Mut zur Wahrheit heißt eben auch, jeder Euro in Straßeninfrastruktur rechnet sich vielfach besser als in die Bahn. Meine Damen und Herren, wir müssen uns nicht wundern, dass wir auf unseren Straßen dauernd im Stau stehen und die Brücken bröseln. Wir, die Alternative für Deutschland, fordern, dass die Investitionen der Verkehrsträger Straße und Schiene ideologiefrei und rational verteilt werden. Kommen wir mal zu dem fahrlässig von Ihnen herbeigeführten Thema Fahrverbote und Luftschadstoffe. Das Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020, das teure Elektroautos einseitig fördert, erschließt sich niemandem, der mit klarem Menschenverstand die Zusammenhänge analysiert. Wenn unser Strom zu 50% aus Braun- und Steinkohle produziert wird, bleibt die angeblich saubere E-Mobilität komplette Augenwischerei.
Das ideologisch begründete pauschale Ablehnung der Verbrennungsmotoren erinnert mich nur an Esoterik. Softwaremanipulation einiger Hersteller ist ein völlig anderes Thema. Pikanterweise ist diese Softwaremanipulation genau in dem Unternehmen aufgetreten, in welchem eine SPD-geführte Landesregierung im Aufsichtsrat sitzt. Da haben Sie einmal Verantwortung und versagen total. Herr Bundesminister, wir werden Sie daran messen, ob es Ihnen gelingt, die Investitionen in Autobahnen und Bundesstraßen so zu erhöhen, dass die Mobilität für unsere Bürger und unsere Unternehmen wieder sichergestellt wird. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie, wie Ihre CSU-Vorgänger, am und im Stau scheitern. Dann wird es eben noch ein bisschen dauern, bis wir als Alternative für Deutschland auch dieses von Ihnen geschaffene Problem lösen werden. Vielen Dank. Dirk Spaniel war das für die AfD-Fraktion. Und er hat ja bemängelt, dass zu wenig Geld in die Straßeninfrastruktur gesteckt wird im Vergleich zu der Schiene. Was steht hier für 2018 im Einzelplan? 9,27 Milliarden sind für die Bundesstraßen vorgesehen, für Autobahnen und Bundesstraßen. Und für die Bundesschienenwege sollen 5,45 Milliarden ausgegeben werden können 2018. Sebastian Hartmann jetzt für die SPD. Auf Zeit begrenzt entschieden. Sie merken ja in der heutigen Debatte schon, dass es durchaus Unterschiede gibt und das ist auch gut so in der parlamentarischen Demokratie, auch bei Koalitionsfraktionen, die wir hier herausarbeiten werden. Die SPD-Bundestagsfraktion hätte sich natürlich so manches mehr gewünscht, aber am Ende zählt auch der Kompromiss und wir werden dafür umso mehr Punkt für Punkt auf die Umsetzung der belastbaren Vereinbarungen achten. Wir wollen, dass dieser Verkehrsetat tatsächlich ein Investitionsetat ist. Doch die Investitionen fangen ja nicht bei Null an. Wenn man sich mal anschaut, dass wir in den vergangenen Jahren tatsächlich für einen Hochlauf, wie es die CSU nennen würde, der Investitionen gesorgt hat, müssten wir uns vielleicht mal darum kümmern, warum jetzt die CSU vielleicht gar nicht klatschen sollte. Denn die Investitionen müssen deswegen so hoch sein, weil sie in der Vergangenheit viel zu wenig investiert haben. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir nämlich jetzt mit einem besonderen Phänomen kämpfen. Ja, ich denke auch, dass sich das bis nach Bayern herumsprechen wird. Lassen Sie mich auf folgenden Punkt eingehen. Ja, wir können mehr und mehr in die Infrastruktur investieren. Aber tatsächlich kommen wir jetzt an einen Punkt, wo die Kapazitäten in der Bauwirtschaft gar nicht mehr gegeben sind, das Geld alles zu verbauen. Also was wir jetzt zusätzlich investieren würden, würde möglicherweise in den Preisanstieg fließen. Und da, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir einen besonderen Punkt drauflegen. Denn wir müssen eine dauerhaft hohe Investitionsquote erreichen, um dauerhaft dafür zu sorgen, dass entsprechende Kapazitäten erst wieder aufgebaut werden. Und das ist etwas, meine Damen und Herren, was mit der Realität da zu tun hat, wenn ich mal auf die Tribünen schaue, was wir Tag für Tag erleben. Wir stehen tatsächlich im Stau. Tatsächlich ist es in der Bahn oder im Bus eng. Die Plätze sind belegt, man steht. Das ist das Merkmal, wenn man Modernität und Mobilität zusammenbringen will und tatsächlich in Metropolräumen auch noch mobil bleiben möchte. Und wir haben in der Vergangenheit tatsächlich einiges nachzuholen. Wenn wir an die kommunale Infrastruktur denken, und da wird der Bund auch in dieser Wahlperiode ordentlich Verantwortung übernehmen, indem wir zum Beispiel das GVFG deutlich erweitern, nämlich von 333,6 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro, um endlich diese Investitionen nachzuholen, die erforderlich sind. Das wird in dieser Wahlperiode kommen. Denn wir hatten in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen die Situation, dass zum Beispiel die U79 auf Düsseldorfer Stadtgebiet zunächst zu bezahlen war, aber auch die Duisburger Seite dieser sehr langlaufenden Linie auch ihre Finanzierung in den Betrag einbringen musste. Und dann wurde mit Hilfe des Kommunalen Verkehrsverbundes VRR tatsächlich eine Lösung gefunden. Aber die Aufgabe wird nicht kleiner. Und wenn wir dann an die Mobilität auf der Straße denken, dann stellen wir doch fest, dass sogar das Bruttoanlagevermögen von Jahr zu Jahr gesunken ist. Wir müssen dort deutlich mehr investieren. Wir müssen aber da auch bei den Fakten bleiben. Ja, die Investition in die Infrastruktur bedeutet auch Baustellen. In Nordrhein-Westfalen hat Willy Brandt mal gesagt, dass er vom blauen Himmel über der Ruhr spricht. Und wenn ich mich an den letzten Landtagswahlkampf erinnere, dann hat der jetzige Ministerpräsident Armin Laschet das Blaue vom Himmel versprochen. Und wenn die Menschen in Nordrhein-Westfalen gerade in diesem Moment die Staunachrichten hören, dann erleben sie gerade das blaue Wunder. Denn Nordrhein-Westfalen ist dort auf dem Platz 1 mit 454.000 Kilometern Verkehr, Stau
Und das sind 35% aller Staukilometer. Man hat versprochen, dass das innerhalb von kürzester Rekordzeit abgebaut werden soll. Und deswegen werden wir umgekehrt dafür sorgen, dass der Bund seine Verantwortung wahrnimmt und die alten Zusagen auch einhält, dass fast 20% der Mittel nach Nordrhein-Westfalen fließen werden und dort im Wesentlichen in die Sanierung. Das hat die SPD-Bundestagsfraktion durchgesetzt. Und die Rahmenbedingungen sind günstig, denn wir werden auch die Nutzerfinanzierung mit der Lkw-Maut, die eine sinnvolle Nutzerfinanzierung ist, im Gegensatz zu anderen Nutzerfinanzierungsarten, die hier im Haus auch immer mal wieder nach vorne geworfen werden, aber mit einer Wahlperiode Erfahrung, sage ich, meine Damen und Herren, an die Pkw-Maut glaube ich bis heute nicht. Und wenn der Herr Scheuer da weitermacht, wo Herr Dobrindt aufgehört hat, dann kommt die Maut immer noch nicht. Und das neue Wegekostengutachten wird uns bei der Lkw-Maut auch noch mal deutlich in die Lage versetzen, mehr Geld in die Infrastruktur denn je zu investieren. Wir werden über 5,12 Milliarden Euro jetzt in diesem laufenden Haushalt bekommen. Wir werden darüber hinaus aber weitere 500 Millionen zusätzlich investieren können. Wichtig ist uns, dass wir diese Investitionen tatsächlich verstetigen. Denn über die Verstetigung der Investitionen schaffen wir das eigentlich Entscheidende jetzt. Wir sorgen dafür, dass in der Wirtschaft tatsächlich wieder Kapazitäten aufgebaut werden, um endlich zu dem Punkt zu kommen, dass dauerhaft alle Baustellen auch abgearbeitet werden und das Gute, was wir im Bundesverkehrswegeplan versprochen haben, auch tatsächlich umgesetzt wird. Das wird die große Herausforderung sein, denn nur so schaffen wir es, Mobilität auch in unserem Land zu organisieren. Und für die SPD muss eines klar bleiben: Moderne Mobilität ist sozial gerecht, weil sie ökologisch ist, weil sie ökonomisch ist, weil sie fair finanziert ist und niemanden von der Teilhabe in diesem Land ausschließt. Herzlichen Dank. Sebastian Hartmann war das für die Sozialdemokraten. Eine dauerhaft hohe Investitionsquote gerade in diesem Bereich fordert auch seine Fraktion. Allerdings das Problem, das sagte er auch, es fehlen Planungskapazitäten, um Bauprojekte umsetzen zu können. Im Etat des Verkehrsministers bleiben jährlich mehrere hundert Millionen liegen. Oliver Lukisch jetzt für die FDP. Der Schlaglöcher, sondern auch der Funklöcher zu. Und da hilft eine App relativ wenig. Das ist das Ergebnis von 4 Jahren Großer Koalition. Die innovative Mobilität, die müssen Sie ermöglichen. Nur dafür brauchen wir eben die digitale Infrastruktur, wo wir ja viel zu langsam vorankommen. Wir brauchen den Rechtsrahmen. Und wenn wir jetzt über den Haushalt sprechen, erwähnen Sie eben nicht, dass die Konsumtiven, die Sozialausgaben ja schneller steigen als die Investitionen, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, und Sie die Investitionen auch gar nicht alle verbaut bekommen. 2017 3 Milliarden an Investitionen weder abgerufen noch verbaut. Das zeigt, die Investitionslücke in Deutschland wird nicht kleiner, sie bleibt groß, und das ist auch Ihre Schuld. Ja, es ist richtig und gut, dass Sie jetzt die Auftragsverwaltung reformieren wollen. Das unterstützen wir. Aber was haben Sie da für einen handwerklichen Murks gemacht? Jetzt müssen Sie schon wieder das Grundgesetz ändern. Erst das als Kompetenz an den Bund gegeben. Jetzt wollen die Länder wieder was zurückhaben. Im Gesetz steht das nur drin, im Paragraph 3, Absatz 3, aber nicht im Grundgesetz. Das war Murks. Das verzögert diese wichtige Reform. Und das ist eins der Probleme, vor denen wir stehen, wie auch bei der Planungsbeschleunigung, die angekündigt war für vor der Sommerpause, ist jetzt verschoben worden. Und wir merken das, es wurde eben schon zu Recht angesprochen, sowohl beim Thema Gotthard, da warten unsere internationalen Partner auf uns, wie auch bei der Fehmarn-Belt-Querung, wo die Dänen jetzt schon bauen könnten und jahrelang auf Deutschland, auf die deutsche Seite wartet. Das zeigt, wir müssen dringend günstiger und schneller und innovativer bauen. Da muss es endlich schneller vorangehen hier im Land. Bei den Großprojekten gibt es weiterhin Risiken. Der Verkehrsminister duckt sich weg bei BER, bei Stuttgart 21. Hier sind riesige Risiken. Da, wo man anpacken müsste, beispielsweise beim Flughafen München, würde ich mir doch von einem bayerischen Minister erwarten, hier ein Signal zu setzen für den Luftverkehr, für die Infrastruktur. Stattdessen wird hier gebremst. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen innovative Mobilität, wir brauchen Technologieoffenheit und Wettbewerb, aber es wird zu viel Status quo verwaltet. Statt auf die Infrastruktur zu setzen, da muss der Staat dran. Bei den alternativen Antrieben werden einzelne Sachen subventioniert, beispielsweise die E-Mobilität. Wir halten es für falsch, dass die Automobilindustrie hier Subventionen bekommt. Warum muss ein Tesla S bei der Anschaffung subventioniert werden? Das halten wir für einen falschen Schritt. Sie haben beim Thema
saubere Luft angesprochen. Das Programm, naja, also das Abrufen bei den E-Bussen hält sich in Grenzen. Die sind auch nicht das Problem beim NOx. Nur 4% kommt der Ausstoß von Bussen. Sie müssen verantworten, dass seit 2015 dieses Problem bekannt ist. Nichts wurde getan. Das Programm wird zu spät wirken. Es kommt in verschiedenen Städten zu Fahrverboten, weil Sie nicht handeln. Deswegen schaffen Sie endlich den Rechtsrahmen für die Nachrüstung. Gehen Sie das Problem an. Es kann nicht sein, dass Millionen Dieselfahrer enteignet werden. Sorgen Sie auch in Brüssel dafür, dass es ein Moratorium bei der Umsetzung der NOx-Richtlinie gibt. Sonst müssen Sie verantworten, dass es zu Fahrverboten in Deutschland kommt. Stattdessen wird Symbolpolitik gemacht. Jetzt wird ein Phantom gefördert, der E-Lkw, den es gar nicht gibt in Deutschland. Es soll von der Maut ausgenommen werden, widerspricht übrigens Ihren eigenen subventionspolitischen Leitlinien. Wahrscheinlich wird es dann trotzdem gemacht, weil es ihn einfach nicht gibt. Das zeigt, beim Thema innovative Mobilität fehlt es am Rechtsrahmen, es fehlt an der Umsetzung. Die Mittel im Haushalt bei Luft- und Raumfahrt wurden im letzten Jahr nicht abgerufen. Das Gleiche bei dem Thema Straße. Im Bereich Wasserstraße und Schiene tut sich zu wenig. Stichwort digitale Koppel. Wir brauchen eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes, um eben diese innovativen Mobilitätsformen zu ermöglichen. Frau Bär hat ja zu Recht das Flugtaxi als Innovation angesprochen, wird aber in Dubai auf den Markt kommen, weil man in Deutschland damit gar nicht starten und landen kann. Deswegen gehen Sie diese Themen doch mal an. Sorgen Sie dafür, dass wir bei 5G endlich besser werden. Beim Breitband fahren Sie das Geld noch zurück. Wir müssten die Postaktien verkaufen, um hier mehr zu investieren. Schienen- und Wasserstraße, es wurde eben angesprochen, bei den Trassenpreisen passiert nichts. Auch die Befahrensabgabe, stattdessen wird über die Maut der Güterverkehr massiv verteuert. Und Sie sorgen jetzt noch für einen falschen Anreiz beim Thema Euro 6. Da wurde investiert, das wird jetzt in Relation zu Euro 4 unattraktiv, also ein völlig falscher Anreiz. Wir brauchen in einer Nation, die auf Innovation setzt, können wir uns Schlaglöcher und Funklöcher nicht leisten. Wir brauchen eine Trendwende in der Verkehrspolitik hin zu mehr Investitionen, die auch ankommen, die verbaut werden, und auch zu mehr Innovation. Sie verwalten leider nur den Status quo. Oliver Luckschick war das für die FDP-Fraktion. Und ihm folgt jetzt hier Ingrid Remmers für die Linke, die verkehrspolitische Sprecherin. Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dieser Bundesregierung fehlt die Orientierung darauf, dass wir in der Mobilität vor großen Veränderungen stehen. Herr Minister Scheuer, Deutschland ist auch verkehrspolitisch kein Heimatmuseum und will auch keins werden. Es stehen extrem wichtige Themen auf der Tagesordnung. Wir müssen den Ausstoß von Klimagasen senken, die Infrastruktur selektiv erhalten, aber auch umbauen, Mobilität für alle bereitstellen und damit auch Arbeitsplätze sichern. Als ich Ihnen zugehört habe, Herr Minister Scheuer, konnte ich leider nicht heraushören, dass Sie sich der Komplexität dieser Aufgaben bewusst sind. Statt den Lobbyinteressen der Autoindustrie zu folgen, muss die Bundesregierung den umfassenden Umbauprozess des Verkehrs steuern und moderieren. Das wäre ihre Aufgabe. Auf einige Bereiche möchte ich kurz eingehen. Der Verkehr ist der einzige Sektor, dessen Beitrag zur Klimaerhitzung weiter steigt. Wir haben es eben schon mal gehört. Sie lähmen die umweltfreundliche Entwicklung, weil Sie keine klaren Anforderungen wie deutliche CO2-Vorgaben oder Tempolimits stellen. Ich sage Ihnen klar und deutlich, die schützende Hand der Bundesregierung über die Chefetagen der Autoindustrie heute schafft die Krise von morgen. Und auch beim Thema Infrastruktur setzen Sie vollkommen einseitig auf den Ausbau der Straßen und wollen mit einer Erhöhung von 11% auf insgesamt 6,8 Milliarden Euro weitere Rekordsummen investieren. Wir brauchen aber nicht mehr Straßen und Autobahnen. Stattdessen sollten Sie endlich das von Ihnen selbst proklamierte Ziel Erhalt vor Neubau wirklich umsetzen. Statt bei der Bahn kommen Sie ebenfalls nicht von der Stelle. Statt die Mittel für Ihren Ausbau zu erhöhen, wie gerade noch im Koalitionsvertrag versprochen, kürzen Sie sie allein in diesem Haushaltsjahr um ganze 5,5% und nicht, wie Sie eben behauptet haben, dass sie gleich bleiben. Nachdem bereits im letzten Jahr 12% dieser Mittel gar nicht erst ausgegeben wurden. So jedenfalls wird es auch in Zukunft keine Fortschritte bei der Bahn geben. Das ist verkehrspolitischer Unsinn.
Kommen wir zu unserem Dauerthema, der ungelösten Dieselkrise. Sie hatten mehr als 2,5 Jahre Zeit, Lösungen zu finden. Ergebnis? Die Autos vergiften weiter die Luft, die Täter laufen frei herum und betrügen ungestraft weiter. Die betrogenen Autobesitzer bleiben auf ihrem Schaden sitzen. Und Sie, Herr Minister Scheuer, täuschen die Öffentlichkeit, indem Sie Software-Updates als die beste Lösung präsentieren und gleichzeitig Ihr eigenes Regierungsgutachten zurückhalten seit mehr als 4 Monaten, das genau zu diesen Hardware-Nachrüstungen rät. Wir Linke erinnern Sie mit den Worten der Deutschen Umwelthilfe gern daran, dass Sie einen Eid auf das Wohl der Bürgerinnen und Bürger geschworen haben und nicht etwa auf die Profitmaximierung der Autokonzerne. Zum Thema Steuerverschwendung durch ÖPP haben wir ja heute schon einiges gehört. Anders als Sie, die Bundesregierung, haben wir als Linke mit unserem Konzept eines sozialen und ökologischen Umbaus eine klare Orientierung für die mobile Zukunft der Gesellschaft. Mobilität ist wichtige Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe. Wie eben schon mein Kollege Viktor Perli ausgeführt hat, wollen rund 80-90% der Menschen im Land lieber weniger auf das Auto angewiesen sein. Deshalb muss das Herzstück einer Mobilität für alle ein attraktiver Umweltverbund aller Verkehrsträger sein. Mit diesem Umweltverbund aus Elektrofahrzeugen, mehr und bezahlbaren Bahnen, ÖPNV, Rad- und Fußverkehr können die Bürgerinnen und Bürger, unterstützt durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und den Trend des Teilens, die für sie jeweils passende Fortbewegungsart selber wählen und schonen damit Umwelt, Gesundheit und Ressourcenverbrauch. Hören Sie endlich auf, allein auf den Straßenverkehr zu setzen und schaffen Sie die längst überflüssige, überfällige, echte Verkehrswende. Vielen Dank. Ingrid Remmers war das für die Linksfraktion, die verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Und jetzt Cem Özdemir, er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! An dem deutschen Automanager drohen in den USA nun bis zu 25 Jahre Haft. Man stellt sich die Frage, wo wir gelandet sind. Und ich kann sie von der CSU nicht ersparen, wenn man über Dieselskandal redet, wenn man über Funklöcher redet, wenn man über langsames Internet redet, dann muss man auch über 8 Jahre CSU-geführtes Verkehrs- und digitale Infrastrukturministerium reden. Dafür tragen Sie maßgeblich Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren. Klar, ein neuer Minister hat immer erst mal verdient, dass man ihm eine Chance gibt für einen Neubeginn, für einen neuen Ansatz. Doch ich muss ein bisschen nach der Rede und nach den Interviews schon sagen, im neuen Minister steckt mir immer noch zu viel Alexander Dobrindt drin. Und das kann ich, glaube ich, im Namen von allen hier sagen. Das ist kein Kompliment in Deutschland, lieber Kollege, wenn man mit Alexander Dobrindt verglichen wird, auch in Bayern nicht. Den größten Applaus bekomme ich immer dann, wenn der Name Alexander Dobrindt fällt. Und da habe ich den Satz noch gar nicht zu Ende gebildet. Und das gilt auch für die Anhänger Ihrer Partei. Und wenn Sie ehrlich sind, geben Sie mir recht und wissen, dass es so ist, dass Alexander Dobrindt und über Ramsauer brauchen wir gar nicht reden und wirklich nicht gerade etwas ist, womit man sich schmückt in dieser Republik. Nein, meine Damen und Herren, es geht um was Ernstes. Es geht um was Ernstes. Es geht um unser Made in Germany, auf das wir alle zu Recht stolz in Deutschland sind. Und ich will das hier klar sagen als jemand, der aus dem mittleren Neckarraum kommt und seinen Wahlkreis dort hat, wo das Auto erfunden wird, wo wir zu Recht stolz sind auf die großartigen Produkte unserer Region. Dieses Made in Germany darf niemand kaputt machen. Weder die in der Automobilindustrie getrickst haben, noch diejenigen in der Politik, die 8 Jahre weggeschaut haben. Damit gefährdet man den Standort, damit gefährdet man hervorragende deutsche Produkte, sehr geehrte Damen und Herren. Auf die Frage der Mobilität der Zukunft sagte Bundesminister Scheuer kürzlich im Handelsblatt, dass offen ist, wie die Mobilität in 20, 30 Jahren organisiert wird. Nun, ich will ein bisschen nachhelfen. Zur Mobilität in 30 Jahren, also im Jahre 2050, kann man heute schon einiges sagen. Dazu muss man einfach nur das lesen, wozu sich die Große Koalition im Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet hat.
Wenn man die Unterschrift, die ja dort nicht geleistet wurde für Parteien, sondern für unser Land geleistet wird, ernst nimmt, dann heißt es, bis zum Jahre 2050 muss die Mobilität weitgehend emissionsfrei auskommen. Dann hätte ich mir gerne mal gewünscht, dass ich hier etwas drüber höre, wie wir dieses Ziel erreichen. Allein ich habe es nicht gehört. Meine Damen, meine Herren, der Verkehrssektor hat leider seinen Beitrag zum Klimaschutz bislang nicht geleistet. Statt auf die Zukunft zu setzen, gehen die Investitionen, wir haben es bereits gehört, zwischen der Schiene einerseits und der Straße andererseits noch weiter auseinander. Wo sind eigentlich die versprochenen Mittel für die Aufstockung für den Radverkehr? Und wo ist die zugesagte Absenkung der Trassenpreise für die Schiene? Wir haben die Ankündigungen hier gehört. Wir werden sie da beim Wort nehmen und sind gespannt, wann das kommt. Zusammengefasst kann man sagen, zu wenig, zu spät. Wir drohen, den Anschluss an die Zukunft zu verpassen. Die Konkurrenz aus China, aus anderen Ländern schläft nicht. Draußen, wenn ich mich mit den Forschern treffe, wenn ich mit den großartigen Entwicklern der Unternehmen aus dem Mittelstand und aus der Industrie mich treffe, dann reden wir über autonomes Fahren. Dann reden wir über Mobilitäts-Apps. Dann reden wir über Plattformen. Dann reden wir über E-Mobility. Dann reden wir über Sharing Economy. Das würde ich mir von einem deutschen Verkehrsminister wünschen, dass er über diese Themen hier spricht und nicht einen Retrohaushalt vorlegt, der viel über die Vergangenheit sagt, aber wenig über die Zukunft der Mobilität in der Bundesrepublik Deutschland. Und fragen Sie doch vielleicht mal die Kollegin Beer, wie viele Straßenkilometer man eigentlich für Flugtaxis braucht. Ich habe das Gefühl, dass das wenig über die Zukunft sagt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, eigentlich ist das Ressort, das Sie haben, lieber Kollege Scheuer, das eigentliche Heimatministerium dieser Republik. Denn hier bei der Debatte entscheiden wir darüber, ob die Lebensverhältnisse der Menschen, die auf dem Lande leben, mindestens so gut sind wie die Verhältnisse derer, die in der Stadt leben. Und ich will Ihnen zum Schluss sagen, auch die Menschen auf dem Lande haben schnelles Internet verdient. Auch die Menschen auf dem Lande haben ein Funknetz verdient ohne Funklöcher. Auch die Menschen auf dem Lande haben es verdient, dass nicht der einzige Bus, der kommt, der Schulbus ist. Daran werden wir Sie messen. Herzlichen Dank. Cem Özdemir war das, der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und ihm folgt jetzt hier Reinhold Sendker für die Unionsfraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Verkehrshaushalt des Bundes hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Entwicklung genommen. Im letzten Jahr 2017 war es der Haushalt der Rekorde. Die Investitionssumme, das haben wir heute gehört, steigt weiter an. Und verehrter Herr Kollege Bühl, das ist kein holpriger Start, das ist ein Start nach Maß für die neue Koalition. Dafür danken wir unserem Bundesminister, dem Finanzminister und allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir so starten können. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir wollen die Mobilität unserer Gesellschaft stärken und damit das Fundament volkswirtschaftlicher Prosperität von Arbeit und Wohlstand. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart und so wollen wir es auch umsetzen. Mit all dem, was wir in den letzten 4 Jahren schon gemeinsam erreicht haben, und das ist nicht nur der Investitionshochlauf, das ist vor allem die Option, dringend notwendige Erhaltungsinvestitionen durchführen zu können. Und das ist die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes, prioritär mit der Engpassbeseitigung unserer Autobahnen, auf unseren Autobahnen genau da. Dafür wird zusätzliche Planungskapazität benötigt, die dann regional anderswo wieder fehlt. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Engpassbeseitigung auf unseren Autobahnen hat für uns bei den gewaltigen Staus absolute Priorität. Sie ist richtig und dringend erforderlich. So ist eine der zentralen Aufgaben, die daraus folgt, dieser Wahlperiode, die Planungskapazitäten deutlich zu verbessern und um Planungs- und Beschleunigungsgesetz neue Dynamik zu erreichen, hoffen dann eine Vorlage noch in diesem Jahr. Meine Damen und Herren, noch in der 18. Wahlperiode haben wir die Schaffung einer Bundesinfrastrukturgesellschaft beschlossen, so wie sie jetzt konzipiert ist. Mit der Integration unserer FIFG, der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft, ihrer hohen Kompetenz im Bereich des Finanzmanagements und mit den notwendigen Organisationsentscheidungen jetzt zu treffen sind, mit Einbindung der Gewerkschaften und Personalräte, ist das eine wirklich gute Basis, um 2021 an den Start gehen zu können. So dient auch diese Gesellschaft
die Infrastrukturgesellschaft Autobahn, dem Ziel, die Planung zu stärken. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders betonen, es war völlig richtig, verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Neustrukturierung im Verkehrswegen Deutschlands rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Der Planungs- und Finanzierungssicherheit dient im Übrigen die Überjährigkeit der Haushaltsmittel im Sinne von Haushaltswahrheit und Klarheit. Und weil das so ist, werden wir auch konsequent daran festhalten. Erfreulich ist ferner, dass für die Straßenbauinvestitionen durch die Ausweitung der Lkw-Bau zum 1. Juli 2,5 Milliarden zusätzlich zur Verfügung stehen. Was die alternative Beschaffungsvariante ÖPP anbelangt, so wurden bekanntlich mit dem Rechnungshof Regularien abgestimmt. Sie bilden die Grundlage für einen transparenten Nachweis der Wirtschaftlichkeit und damit der Realisierung der noch nicht fertiggestellten Projekte der sogenannten ersten bis dritten Staffel. Werter Herr Kollege Kindler, wenn Sie hier von unverantwortlich sprechen, dann schauen Sie sich einmal die Landkarte an. Was in Deutschland nicht termingerecht, kostengerecht, mit hoher Qualität in den letzten Jahren auf unseren Autobahnen eben nicht verwirklicht worden wäre, meine Damen und Herren, das nenne ich unverantwortlich. Zum Thema saubere Luft hat der Minister im Ausschuss seine Vorschläge gemacht. Ich muss sie hier nicht wiederholen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Förderprogramme aus Bund und Land und vor allem auch ein veränderter Ordnungsrahmen bilden die Basis, um mit den Ländern und Kommunen eine deutliche Verbesserung der Luftqualität zu erreichen. Die Luftreinhaltung zu verbessern, Fahrverbote zu vermeiden, das sollten wir hier nicht kleinreden und endlos diskutieren, sondern gemeinsam konsequent das jetzt umsetzen. Ferner steht die Lärmminderung bei Straße und Schiene weiter ganz oben auf unserer Agenda. Auch die Bahn AG ist beim Thema Lärmminderung gut unterwegs und sind mittlerweile über die Hälfte der 65.000 Güterwagen mit der sogenannten LL-Sohle ausgestattet. Meine Damen und Herren, auch hier war es zielführend, in Europa nicht auf die anderen zu warten, so wie es uns die EU-Kommissarin seinerzeit in Brüssel, Frau Bulc, vorgeschlagen hatte, sondern voranzugehen im Interesse schnellerer Lärmminderung bei den Güterwagen in Deutschland. Da liegen wir in Europa vorn, und das ist gut so. Die klare Forderung nach noch mehr Qualität im Schienenbereich richtet aber nicht nur den Blick auf die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur, nicht nur auf die Zielsetzung, bis 2025 70% des Schienennetzes in Deutschland zu elektrifizieren, sondern auch auf die Forderung nach weiterem Umbau weiterer kleinerer Bahnstationen zu barrierefreien Bahnhöfen, die auch die Sanierung der Bahnhofsgebäude ausdrücklich mit einbezieht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Investitionen sind dringend geboten. Sie schaffen deutlich mehr Attraktivität und Akzeptanz für den Schienenverkehr, und deswegen werden wir sie auch konsequent fortsetzen. Meine Damen und Herren, in der vergangenen Ausschusssitzung war unser Kollege, das war meine Wahrnehmung, Gero Storjohann, wie auch einige andere Kolleginnen und Kollegen, begeistert vom Vorschlag des Ministers, die Förderung der Radverkehre eine Stabsstelle einzurichten. Lieber Herr Bundesminister Andi Scheuer, das ist genau das richtige Signal, die Förderung der Radverkehre in unserer Republik weiter zu intensivieren. Wir unterstützen das gerne. Vielen Dank dafür. Auch die Breitbandförderung generiert sich sehr erfreulich. Unser Ziel, unser großes Ziel, im Land Glasfaserversorgung herzustellen, überall, kann vom Finanzminister jetzt früher als geplant beträchtliche Finanzmittel in dem Digitalfonds eingestellt werden. Schließlich befindet sich unsere Infrastruktur wie in anderen Bereichen in einer fundamentalen Umbruchphase. Meine Damen und Herren, wie in diesem, so auch in den folgenden Jahren, geht es darum, unseren Verkehrssektor weiter digitalisiert, nachhaltig und globalisiert aufzustellen und vor allem dabei eine hohe Leistungsfähigkeit des Gesamtnetzes zu erreichen und sicherzustellen. Dafür werden wir uns konsequent und proaktiv einsetzen. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster spricht der Kollege Wolfgang Wiele für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen,
überlastete Strecken im Nah- und Fernverkehr und genauso das Desaster mit fehlenden Umleitungen nach dem Einbruch der Rastatter Tunnelbaustelle zeigen es. Wir haben großen Nachholbedarf bei der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland. Und das, obwohl, der Kollege Dr. Spaniel hat es gesagt, die Investitionen des Bundes in die Schienenwege am Straßenbau gemessen gut dotiert sind. Ein Ausbau ist dort sinnvoll, wo er praktisch gesehen durchführbar ist und wo die Nachfrage auch vorhanden ist. Nun lesen wir im Koalitionsvertrag in wolkigen Worten von einer angestrebten Verdoppelung des Fahrgastaufkommens bis 2030. Durch mehr, schnellere, saubere und pünktlichere Züge lässt sich sicher einiges erreichen, zugunsten der Bürger und der Umwelt gleichermaßen. Aber eine Verdoppelung? Was passiert, wenn dieser großspurige 12-Jahres-Plan an die Grenzen der Realität stößt? Wenn geplante Maßnahmen städtebaulich fragwürdig sind, wenn es zu teuer wird oder wenn einfach die Fahrgäste nicht umsteigen wollen? Dann, meine Damen und Herren, dann wird es spannend. Wer wird gewinnen? Die Realität oder der Plan? Wird der Bundeshaushalt bluten müssen für volkswirtschaftlich zweifelhafte Megaprojekte? Wird es im Fahrwasser der rot-grünen Verkehrspolitik der 90er Jahre neue Schikanierungen der Autofahrer geben, um den Plan dann mit Zwang zu erreichen? Ich verspreche Ihnen, die AfD wird hier äußerst wachsam sein. Eine neue Welle des Ökodirigismus werden wir im Sinne der Bürger unseres Landes mit aller Schärfe bekämpfen. Realismus und Transparenz sind auch bei schon laufenden Projekten von zentraler Bedeutung, zum Beispiel bei Stuttgart 21. Es wäre nicht vertretbar, die schon verbauten Milliarden wegzuwerfen, wie es manche aus dem linken Spektrum im Endeffekt gerne hätten. Der Deutsche Bundestag muss aber genau wissen und kontrollieren können, welche Bundesmittel in dieses Projekt fließen. Das kann er im Moment nicht. Und das hat der Bundesrechnungshof bereits im Jahre 2016 deutlich kritisiert. Die laufenden Mittel für Stuttgart 21 sind nämlich in einem Sammelansatz verborgen. Und der Bundestag kann eben nicht überwachen, ob hier Gelder, die für ganz andere Zwecke gedacht sind, in die Projektfinanzierung mit einfließen. Deshalb schließt sich die AfD der Forderung des Bundesrechnungshofes an, einen eigenen Haushaltstitel für Stuttgart 21 auszuweisen. Und der Güterverkehr auf der Schiene muss gestärkt werden, nicht zuletzt der internationale, um die Autobahnen von der wachsenden Zahl von Transit-Lkw zu entlasten. Letztes Jahr wurde angekündigt, die Trassenpreise im Schienengüterverkehr zu halbieren, also das Gegenstück zur Lkw-Maut, die ausgeweitet wird. Daraus wurde jedoch nichts. Das wurde schon in zwei Beiträgen vorher angesprochen. Die Halbierung der Trassenpreise wurde, so heißt es heute, auf 2019 aufgeschoben. Für den Bundeshaushalt ist das bequem. Aber wo bleibt die Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen? Auf eine solche reine Ankündigungspolitik kann doch niemand bauen. Die AfD fordert, dass das gegebene Versprechen auch eingelöst wird. Realismus, Transparenz und Verlässlichkeit, diese drei zentralen Werte, wird die AfD bei der Beratung des Verkehrshaushaltes in den Mittelpunkt stellen. Wir werden nur zustimmen, wenn der Haushalt diesen Werten genügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wolfgang Wiele war das für die AfD-Fraktion. Als nächster spricht der Kollege Udo Schiefner für die Fraktion der SPD. Und er sitzt ebenfalls im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, wie die Redner vor ihm auch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen am Beginn der Haushaltsberatungen und auch sicherlich für diesen Haushaltsentwurf gilt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist. Und wir werden sehen, wie der Haushalt dann Anfang Juli aussehen wird.
Vieles wurde bereits angesprochen, aber nur der Bereich Güterverkehr, Transport, Logistik am Rande. Und ich möchte in meiner Rede ein Augenmerk auf die Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen im Straßengütertransport richten. Da können wir mit relativ geringen Haushaltsmitteln, wie ich finde, vieles bewegen. Und wir haben im Koalitionsvertrag auch verabredet, dass wir Sozialdumping, Sozialbetrug auf unseren Straßen bekämpfen wollen. Und dabei spielen Kontrollbehörden, auch das Bundesamt für Güterverkehr, sicherlich eine zentrale Rolle. Und auch da haben wir gesagt im Koalitionsvertrag, wir wollen diese Behörde besser ausstatten. Transport und Logistik, vor allem auf der Straße, haben als Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatz eine enorme Relevanz für unsere Volkswirtschaft. Und die Branche wächst stetig. Das Wachstum des Straßengüterverkehrs liegt seit Jahren über dem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Allein 2017 nahmen die Transportleistungen auf der Straße um 2,6% zu. Und von diesem Wachstum profitieren auch vor allem im Ausland ansässige Speditionen. Die Verkehrsleistung deutscher Lkw wuchs 2016 um 0,6, 2017 um 1,2%. Zum Vergleich, ausländische Mitbewerber legten gleichzeitig um knapp 3% und 5% zu. Die Kabotage stieg in Deutschland 2016 sogar auf über 30%. Noch vor 10 Jahren hatten 2 von 3 LKWs auf deutschen Straßen ein einheimisches Kennzeichen. Heute liegt der Anteil bei 45% und 5 von 6 dieser LKWs stammen aus unseren osteuropäischen Nachbarländern. Nun kann man sagen, das sei normal in einem europäischen Binnenmarkt mit freiem Marktzugang. Die osteuropäischen Anbieter sind eben wettbewerbsfähiger. Selbstverständlich, und dies betone ich, will niemand vernünftigerweise den Binnenmarkt in Frage stellen. Wir brauchen ihn. Allerdings dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass osteuropäische Speditionen mit Dumpingpreisen arbeiten. Sie zahlen keine fairen Löhne und führen auch keine mit unseren vergleichbaren Sozialabgaben ab. Die Spedition arbeitet mit undurchsichtigen Geschäftsmodellen und das alles auf Rücken ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Die Fahrerinnen und Fahrer sind Wochen und Monate lang teilweise unterwegs, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Der mit diesen Mitteln geführte Wettbewerb überlastet Personal und Material massiv. Da braucht man sich nicht wundern, dass auch die Verkehrssicherheit leidet, mit fatalen Folgen. Schreckliche Bilder von den Autobahnen, von den Unfällen haben wir alle vor Augen. Die geschilderten Missstände im Straßengütertransport, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht und werden wir Sozialdemokraten auch nicht hinnehmen zukünftig. Und daran werden wir auch auf europäischer Ebene arbeiten. Wir müssen faire und sozial verträgliche Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen schaffen. Doch die besten Regeln, wie wir sie gerade in der EU neu diskutieren, bleiben nutzlos, wenn sie nicht auch effektiv kontrolliert werden. Und von den Fahrern höre ich immer wieder auf den Parkplätzen, Gesetze bringen doch eh nichts, man kontrolliert ja nicht. Im März zum Beispiel wurden in Deutschland knapp 3 Milliarden mautpflichtige Kilometer gefahren. Beim Bundesamt für Güterverkehr sind derzeit 231 Mitarbeiter im Straßenkontrolldienst beschäftigt. Das heißt, rein statistisch müsste jeder Mitarbeiter mehr als 800 LKWs am Tag kontrollieren. Das ist nicht möglich und sicherlich am Ende auch nicht nötig, denn eine 100%-Kontrolle gibt es nicht. Aber von effektiveren Kontrollen sind wir noch ein Stück weit entfernt. Und darum wünsche ich mir, und ich bin davon überzeugt, darüber müssen wir diskutieren und wir werden es erreichen, wir müssen das Bundesamt für Güterverkehr deutlich besser aufstellen, auch schon bei den Haushaltsberatungen zu 18, entsprechend Personal und technisch ausstatten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Nächster Redner ist Rüdiger Kruse für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Schöne zum Schluss der Debatte ist, man kann sich aussuchen, auf wen man eingeht. Ich möchte auf 2 Kritiker eingehen.
Herrn Mayer, es ist zum Schluss. Ich habe nicht gesagt, dass ich der oder das Letzte bin. Das würde ich niemals sagen. Auf Herrn Mayer und auf Herrn Hartmann. Herr Mayer, als Mitglied der FDP-Fraktion ist natürlich die Rolle des oppositionellen Kritikers die Ihre. Das haben Sie zum Beispiel mit dem Kollegen Kindler von den Grünen gemein. Das ist Ihr Schicksal. Der Unterschied ist, bei Ihnen ist es selbstgewähltes Schicksal. Und diese lange Zeit der Nichtregierungsbildung, daran haben Sie doch eine große Teilhabe gehabt. Also schon recht verwegen, das zu kritisieren. Und ich habe mit Liberalismus auch immer Pragmatismus verbunden. Aber davon haben Sie sich ja wohl verabschiedet. Denn pragmatisch in der Politik ist es zu sagen, lieber 70% erreichen, als gar nichts erreichen. Aber das ist Ihr Problem. Und nun dürfen Sie das, darunter dürfen Sie jetzt unter diesen Folgen die gesamte Legislaturperiode bis zum Ende leiden. Und natürlich ist es auch richtig und gut, wenn auch aus den Kreisen der Regierungskoalition kritische Anmerkungen gemacht werden. Wir sind unterschiedlich und wir haben ja auch als Parlament eine Rolle. Wir sollen das ja nicht bloß alles abnicken. Aber Hartmann, ich wäre dann schon vorsichtig. Seit 1998, also 20 Jahre lang, und diesen 20 Jahren hat die SPD bis auf 4 Jahre immer mitregiert oder sogar führend regiert. Und dann habe ich mich beschwert über die Leistung der Regierung. Auch da würde ich mal sagen, wir haben vieles erreicht. Wir haben sehr vieles erreicht, aber längst nicht alles. Und das ist ja auch unser Auftrag. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, was kommen soll. Haushaltspolitik ist nicht zweckfrei. Wir haben einen Auftrag, denn mit dieser Gestaltung des Haushaltes, mit der Vereinbringung und der Verabschiedung, gestalten wir die Zukunft unseres Landes. Und für diese Zukunft, da glaube ich, sind wir uns heute alle einig, gilt es, dieses Land, unser Land, nachhaltig zu machen. Die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre hat eine wesentliche Grundlage geschaffen, eine Grundlage der Generationsgerechtigkeit, nämlich, dass wir nicht mehr über die Verhältnisse leben, dass wir keine neuen Schulden machen. Es ermöglicht uns übrigens auch jetzt zu sagen, wofür wir Akzente setzen wollen. Und da ist dieser Haushalt, dieses Ministerium besonders interessant, weil es ist eigentlich das Bundesinvestitionsministerium. Kein anderes hat eine so hohe Quote von Investitionsmitteln. Und über Investitionen entscheide ich natürlich am stärksten über die Zukunft des Landes, weil ich immer wieder jedes Projekt prüfen kann. Und das müssen wir ja auch tun. Und wenn man sich das anguckt, natürlich ist der Sektor Verkehr und Infrastruktur ist bei Weitem nicht alles, was darüber entscheiden wird, ob dieses Land nachhaltig wird. Aber ohne diesen Sektor wird man das nie hinbekommen. Weil Schienen, Wasserwege, Straßen, das ist wie das zentrale Nervensystem und die Blutbahnen in unserem Körper. Auch nicht alles, aber ohne das wäre alles nichts. Wenn wir uns anschauen, den großen Brocken der Bahn. Wir haben eine Bahnreform in der Vergangenheit gemacht, das ist jetzt eine Generation her. Und ohne diese wäre die vielleicht gar nicht mehr da. Wir wären in ganz anderen Bedingungen. Und niemand in Europa hat so viel Schienennetz wie wir. Das heißt, auch niemand in Europa hat so viele Verpflichtungen und so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und jetzt die neuen technischen Möglichkeiten auch zu nutzen und damit die Bahn zukunftsfähig zu machen und als wesentliches Rückgrat der Nachhaltigkeit, das ist unsere Aufgabe. Dafür werden wir in den Haushalten der Zukunft die Mittel bereitstellen müssen. Und es ist auch gut, dass wir gesagt haben, wir wollen als Parlament auch mehr Kontrolle und Steuerfunktionen, damit eben dieser Leistungsträger unserer Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden kann, damit er seine Aufgaben auch in der Fläche erfüllen kann. Und es ist ziemlich egal, wer in den Ländern regiert. Bei den nächsten Landtagswahlen wird die Frage Verkehr eine zentrale sein. Und dann gibt es ja noch einen Unterschied. Bisher, so, Sie sind ja auch alle umweltfreundliche Nutzer der Bahn, weil das man sich auch sagt, selbst wenn das Auto genauso schnell ist, ich nehme die Bahn, weil dabei kann ich ja noch arbeiten. Vielleicht gucken Sie sich auch irgendwas auf Instagram an. Wenn denn, wovon wir ja immer reden, die autonom fahrenden Autos kommen, dann zählt dieses Argument nicht mehr. Und dann ist auch das Argument auf der Rückfahrt nach einer erfolgreichen Koalitionsverhandlung oder irgendwas anderem Schönen, sagen Sie sich, Sie gönnen sich entweder
ein Glas Rotwein oder eine Cola Light oder was auch immer, dann sind Sie nicht darauf angewiesen, dass es A, den Speisewagen gibt und er offen hat und B, dass er auch das Produkt Ihrer Wahl hat, sondern Sie gehen an den Kofferraum, checken sich einen ein und fahren ohne Probleme über die Autobahn Ihrer Wahl nach Hause. Diese Veränderung aber bedeutet, dass wir sie mitdenken müssen. Wir müssen diese Herausforderung mitdenken, wenn wir heute Investitionen leisten. Das heißt, wir müssen den Vorteil, die Convenience des Produktes Bahn noch deutlich erhöhen. Das ist hier schon angesprochen worden von allen Rednern der Koalition, dass es darauf ankommen wird, Zuverlässigkeit zu erhöhen, Modernität zu schaffen. Und wir müssen auch eine Sache ganz klar sagen. Es wird nicht so sein, dass die einzige Bahn, die digital ist, die ist, die Sie vielleicht als Modelleisenbahn von MacLean oder einem anderen Anbieter haben. Es muss auch in Zukunft so sein, dass die echte Bahn digital ist, damit wir diese Herausforderung ableisten können. Weitere, ja, es ist so, Herr Özdemir, so wie Ihre Rede deutlich gemacht hätte, dass eine Koalition mit Ihnen funktioniert hätte und auch mit der FDP, ist es natürlich auch so, dass die Kriterien der Nachhaltigkeit, die wir heute einführen, ja auch die sind, die mit einem guten Leben vereinbar sind. Also in meiner Schulzeit war das noch so, wenn man fair gehandelten Kaffee getrunken hat, dann brannte der ein Loch in die Magenschleimhaut. Das war zwar revolutionär, aber es war ein bisschen bitter. Das ist heute doch alles anders. Und dahin müssen wir natürlich diese Entwicklung auch bringen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die technische Innovation fördern. Und natürlich tun wir das für unser Land, aber das hört nicht an den Grenzen dieses Landes auf. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit. Wir diskutieren ja derzeit sehr verstärkt die ein, zwei großen Unterschiede, die wir in der Europapolitikvorstellung mit Macron haben. Gucken wir doch mal, wo wir das gemeinsam machen können. Und Verkehrspolitik ist grenzübergreifend. Infrastruktur ist grenzübergreifend. Wirtschaftsflüsse sind grenzübergreifend. Das ist ein Punkt, wo wir etwas erreichen können. Das ist auch ein Punkt, wo die Menschen sagen, wenn ihr da was tut, dann habt ihr was für uns getan. Und das ist unser Auftrag. Danke. Rüdiger Kruse war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und einen Redner haben wir noch zu diesem Einzelplan Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist Uwe Schmidt für die SPD-Fraktion. Als letzter Redner in der Debatte über den Verkehrshaushalt hat Uwe Schmidt für die SPD-Fraktion das Wort. Ja, Herr Kruse, ich bin auch weder der oder das Letzte, sondern ich bin nur der letzte Redner zu diesem Thema. Aber der Norden muss auch noch mal zu Wort kommen. Sie kommen ja auch aus Hamburg. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Scheuer, ich möchte noch mal einen anderen Aspekt beleuchten. Am 1. Mai hat Verdi zur bundesweiten Kampagne Digital muss sozial aufgerufen. Ziel ist es, den Belegschaften, den Arbeitgebern und der Politik aufzuzeigen, was Automatisierung und Digitalisierung für Auswirkungen haben, wenn sie nicht arbeitnehmerfreundlich gestaltet werden. Das Motto lautet: keine Automatisierung unter Tarifvertrag. Die Automatisierung und ihre Folgen gehören zu den größten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen unserer Zeit. Dabei müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Veränderungsprozess proaktiv mitgestalten können. Dazu gehören starke Gewerkschaften und Betriebsräte. Nur wenn wir diese einbinden, können wir faire und tarifgebundene Beschäftigung sichern und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland erhalten. Allerdings müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist uns die menschliche Arbeit in Zukunft noch wert? Die Große Koalition hat die Verantwortung und die Pflicht, die Weichen zu stellen, um den Wert der Arbeit zu sichern. Mein Kollege Schiefner hat da gerade von gesprochen. Als SPD wollen wir die neue Arbeitswelt sozial, fair und mit Fokus auf Arbeitnehmer mitbestimmte Lösungen gestalten. Als Berichterstatter meiner Fraktion für Seeverkehr und Maritimes sage ich, Deutschland soll weiterhin ein starker maritimer Standort bleiben. Die maritime Wirtschaft sichert bundesweit über 400.000 Jobs. Jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland ist abhängig vom Export. Über deutsche Seehäfen laufen 60% des Außenhandels. Sie sind damit der Ausgangspunkt in den langen weltweiten Lieferketten. Als gelernter Hafenfacharbeiter weiß ich, dass viele Entwicklungen der Automatisierung in unseren Seehäfen längst stattgefunden haben.
Die Seehäfen sind wichtige Drehkreuze für den Umschlag der Güter und die effiziente Verlagerung auf die nationalen Wasserwege, Schienen und Straßen. Wir brauchen eine solide Finanzierung der Hafeninfrastruktur, um weiterhin international wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier muss der Bund die Länder und Kommunen finanziell entlasten. Öffentliche Finanzierung der standortsichernden Infrastruktur muss Vorrang vor privaten Investoren haben. Nur so bewahren wir Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten bei den wichtigen Aufgaben der deutschen Seehäfen. Stellvertretend will ich zwei Punkte aus dem Haushalt benennen: das Förderprogramm für innovative Hafentechnologien, kurz IHTECH, wieder 11 Millionen Euro, damit insgesamt 64 Millionen Euro bis 2021. Zum anderen investieren wir in die Hafenhinterlandanbindung sowie den Ausbau und die Instandhaltung der Verkehrswege. 1,6 Milliarden Euro für Investitionen in die Schienenwege des Bundes, ein Aufwuchs von mehr als 240 Millionen Euro. Richtige Entscheidung. Mit diesen Mitteln finanzieren wir unter anderem das Programm Seehafen-Hinterlandverkehr. Das begrüße ich natürlich außerordentlich. Bin jedoch der Auffassung, dass bei allen Entwicklungen weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Es stehen knapp 58 Millionen Euro als Finanzbeitrag für das Maritime Bündnis Ausbildung und Beschäftigung zur Verfügung, also der Sicherung der Arbeitsplätze von deutschen Seeleuten und dem seemännischen Nachwuchs. Herr Minister Scheuer, unser gemeinsames Ziel muss es sein, das deutsche maritime Know-how zu sichern und die Seeschifffahrt international wettbewerbsfähig aufzustellen. Dafür ist es aber entscheidend, dass alle Beteiligten, also auch die Arbeitgeberseite, ihre Zusage zum Erhalt der Arbeitsplätze in der maritimen Wirtschaft nachkommen. Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten muss. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, umweltfreundliche Antriebe für Schiffe zu etablieren. Die Luft unserer Hafenstädte ist durch den Zuwachs an Kreuzfahrtschiffen und Handelsschiffen aus Drittländern stark mit Emissionen belastet. Kommen Sie zum Schluss freundlicherweise. Das mache ich. Da müssen wir besser werden, auch in der Kontrolle der bestehenden Regelungen, Herr Minister. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hier werden wir umweltfreundliche Landstrom für Schiffe wettbewerbsfähig machen gegenüber dem Dieselmotorbetrieb im Hafen. Wir als SPD-Fraktion werden in den Beratungen darauf hinwirken, dass dieser Haushalt 2018 die solide Grundlage bietet, um den Wandel der Arbeitswelt systematisch zu gestalten und unsere Strategie ins richtige Fahrwasser zu lenken. Sozial, fair und arbeitnehmerfreundlich. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Uwe Schmidt war das für die SPD-Fraktion hier der letzte Redner zu diesem Einzelplan Verkehr und digitale Infrastrukturen.